Genommen. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 11a bis 11c, Beratung von Vorlagen zum Schutz von Steuergeldern gegen Missbrauch durch Konzerne, zur Einführung eines Mindestkurzarbeitergeldes und zu Wirtschaftshilfen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache, wenn die Plätze gewechselt sind. Und gebe als erstes das Wort an Susanne Ferschel von der Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, während einfache Menschen in der Pandemie um ihre Existenz ringen, kassieren andere Dividenden. Das ist bezeichnend für die Krisenpolitik der Bundesregierung. Und wie oft habe ich hier schon gehört, in dieser Krise sitzen wir alle in einem Boot. Der Unterschied ist nur, ein paar sind schon über Bord gegangen, einige rudern wie verrückt und auf dem Oberdeck findet gleichzeitig eine Party statt. Um das Bild zu übersetzen, viele Beschäftigte haben ihren Job verloren. Leiharbeitnehmer, Befristete und Minijobber waren als erstes raus. Nach nur 12 Monaten Arbeitslosengeld fallen sie sofort in Hartz IV und die Minijobbende sind sie gar nicht in der Arbeitslosenversicherung abgesichert. Und Kolleginnen und Kollegen in der Gastronomie und in der Dienstleistung sind besonders betroffen. Das Kurzarbeitergeld reicht hinten und vorne nicht. Selbstständige, Künstler, Einzelhändler und Kneipenbesitzer stehen vor dem Ruin, weil die Hilfen nicht oder nicht ausreichend ankommen. Und gleichzeitig schütten mitten in der größten Krise 11 DAX-Konzerne, und das ist nur die Spitze des Eisbergs, insgesamt fast 14 Milliarden Euro an Dividenden an ihre Aktionäre aus. Das ist doch unfassbar. Daimler hatte im vergangenen Jahr einen Gewinn von 6,6 Milliarden Euro. Und hat die Dividenden auf sage und schreibe 1,4 Milliarden Euro erhöht. Unglaublich. Alleine BMW hat 770 Millionen Euro ausgeschüttet. Diese Unternehmen haben sich über Kurzarbeit die Gehälter und die Sozialversicherungsbeiträge ihrer Mitarbeiter erstatten lassen. Und allein im Fall von Daimler waren es 700 Millionen Euro. Geld der Solidargemeinschaft wandert so direkt in die Taschen von Millionären wie Stefan Quandt und Susanne Klatten. Das hat mit "Wir sitzen alle in einem Boot" rein gar nichts mehr zu tun. Das ist Abzocke unter den Augen der Bundesregierung und gehört unterbunden. Und bevor Sie jetzt wieder sagen, da kann man nichts machen, das regelt alles der Markt, schauen wir uns mal zu unseren europäischen Nachbarn. In Frankreich und Dänemark ist sowas verboten. Hierzulande dürfen Unternehmen Kurzarbeit in Anspruch nehmen, ungeniert Dividenden ausschütten, Aktien zurückkaufen und ihren Vorständen Boni und überhöhte Gehälter bezahlen. Und der Gipfel ist dann noch, wenn Beschäftigte entlassen werden. Damit muss Schluss sein. Und ja, ich kenne die Leier. Die Arbeitslosenversicherung ist eine Versicherung, an die auch die Unternehmen Beiträge abführen. Aber das, was wir hier erleben, das grenzt nahezu an Versicherungsbetrug. Genau. Unternehmen, die so liquide sind, dass sie Dividenden in Millionenhöhe auszahlen können, die sind kein Fall für die Sozialversicherung und brauchen erst recht nicht unser Steuergeld. Die Sozialversicherung ist dafür da, und so formuliert es auch das Sozialgesetzbuch 1, um wirtschaftliche Sicherheit herzustellen. Davon, dass sich auch die Aktionäre die Taschen füllen, steht da nichts drin. Letztes Jahr hat der Bund fast 7 Milliarden Euro an Liquiditätshilfen an die Agentur für Arbeit überwiesen. Und dieses Jahr werden es voraussichtlich über 3 Milliarden Euro sein, um die Bundesagentur für Arbeit zu stützen. Und spätestens, wenn Staatszuschüsse an die Bundesagentur für Arbeit nötig sind und bezahlt werden, muss doch dieses Treiben ein Ende haben. Man muss sich das vor Augen führen.
Millionen von Menschen fürchten um ihre Existenz und gleichzeitig landet staatliches Geld auf Umwegen bei den Aktionären. Und das in einer Zeit, in der die Bundesregierung ein Mindestkurzarbeitergeld von 1.200 Euro ablehnt, ebenso wie die verlängerte Zahlung des Arbeitslosengeldes. Und das würden die Betroffenen so dringend benötigen. Ein Argument dafür, warum das nicht bezahlt wird, ist die klamme Finanzsituation der Bundesagentur für Arbeit. Ja, richtig, die Rücklagen sind aufgebraucht. Und auf die Liquiditätshilfen hatte ich hingewiesen. Aber das ist doch erst recht ein Grund, Kurzarbeit und auch die Gewährung von staatlichen Hilfen an Bedingungen zu knüpfen. Es muss klar sein, wer die Hand aufhält, darf nicht betriebsbedingt kündigen, keine Dividenden oder Boni auszahlen und muss die Vorstandsgehälter begrenzen. So bekäme man zumindest ansatzweise wieder das Gefühl, wir sitzen tatsächlich alle in einem Boot und es rudern auch alle ein Stück weit mit. Und wenn die Bundesregierung hier nicht handelt, dann verkommt die von ihr vielbeschworene Solidarität zur hohlen Phrase. Ja, dafür braucht es Mut. Mut, sich mit den Konzernen und mit den Mächtigen anzulegen. Aber neben Mut braucht es auch andere Mehrheiten für die praktische Umsetzung. Letzten April hat mir der Kollege Carsten Schneider von der SPD aus der Seele gesprochen, als er gesagt hat, ich zitiere, wer auf Staatshilfe setzt, kann nicht gleichzeitig Gewinne an Aktionäre ausschütten. Dieses Gerechtigkeitsverständnis wird aber mit einer Union in der Bundesregierung niemals realisierbar sein. Und deswegen brauchen wir nach der Bundestagswahl einen sozialen Aufbruch. Und dafür gehört die Union in die Opposition. Vielen Dank. Vielen Dank. Und das Wort geht an Klaus-Peter Wilsch von der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Menschen an den Bildschirmen und den digitalen Endgeräten, drei Anträge, die wir heute hier beraten, zwei von der Linken, der SED-Fortsetzungspartei. Und die Sprüche, die wir von Ihnen hören zu dem Thema Heucheln, Mitgefühl und für Betroffene und Ähnliches, in Wirklichkeit geht es Ihnen darum, das haben Sie ja ganz zum Schluss zum Ausdruck gebracht, möglichst mit Sozialdemokraten und Grünen hier dieses Land in einer Art und Weise umzubauen, dass wir dann munter sagen können, wir haben wieder volkseigene Betriebe und HO-Gaststätten und dann ist das Zielbild erreicht, was Sie sich so vorstellen. Deshalb will ich mich mit Ihrem Quatsch gar nicht weiter auseinandersetzen. Lesen Sie mal ein Povi-Buch, Politik und Wirtschaft oder wie auch immer das gerade heißt, aus der Sekundarstufe 1, dann können Sie schon nachlesen, was Unterschied ist zwischen der Versicherungsleistung und der Sozialleistung. Kurzarbeitergeld ist eine Versicherungsleistung, da gilt das Äquivalenzprinzip, da haben Sie Anspruch drauf, wenn Sie eingezahlt haben, aber da werden die Kollegen von A&S, von dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, sicher noch näher drauf eingehen. Lassen Sie mich kurz zu dem Antrag der Grünen sprechen, die hier auch große Krokodilstränen rollen lassen, obwohl sie Frau Dröge, Sie zumindest mit dabei waren im Wirtschaftsausschuss, wo wir Schritt für Schritt auch immer nachgebessert haben bei allen Maßnahmen, weil die Wirtschaft nun mal ungeheuer komplex ist und an Komplexität gelegentlich das Vorstellungsvermögen von Ministerialbürokratie und selbst das von Abgeordneten übersteigt, weil wir doch jeden Tag neue Fallkonstellationen gesehen haben, die wir uns nicht ausgemalt hatten und dann immer wieder nachgesteuert haben. Und das hat natürlich auch Zeit gekostet. Die Corona-Hilfsmaschine läuft aber mittlerweile auf Hochtouren. 85 Milliarden Euro Hilfsgelder hat der Staat in den letzten 12 Monaten ausbezahlt. Und ich denke, das kann sich durchaus sehen lassen. November-Dezember-Hilfe. Da sind es mittlerweile 75%. Und alle, die sich ein wenig eingehender mit der Thematik befasst haben, wissen, es sind eben keine trivialen Vorgänge, sondern es ist auch gerade im Zusammenwirken von Bundesverwaltung und Landesverwaltung nicht immer einfach zu lösen.
Sie begrüßen in Ihrem Antrag die unbürokratische Beantragung der Soforthilfe, sagen dabei aber nichts dazu, dass wir natürlich hinterher jede Menge Beschwerden hatten. Über hunderttausende Bescheide, gerade hier in Berlin, ist sehr großzügig mit dicken Daumen verteilt worden, wo eben die Empfangsberechtigung völlig in Frage stand und wo es Zurückforderungen kam. Da ist mir schon lieber, wenn wir es jetzt so machen, wie wir es jetzt machen, über Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die sich da auch sehr gut einbringen und den Prozess mitbegleiten, Anregungen geben, die dafür unterstützt werden mit speziellen Spezialistenseiten auf der Homepage des Wirtschaftsministeriums und so auch einen Beitrag dazu leisten können, dass diese ganzen Programme passgenauer werden. Wir arbeiten also kontinuierlich daran, weil wir doch sehen, und als Wahlkreisabgeordnete kriegen Sie jeden Tag neue Fallschilderungen, wo was nicht passt, wo Anspruchsvoraussetzungen, Grenzen, Umsatzgrenzen, Verlustgrenzen unpassend erscheinen in der konkreten Situation. Und wir werden das nie alles hundertprozentig gerecht abbilden können. Das wird nicht funktionieren. Umso mehr ist es wichtig, dass jetzt gestern Abend eben bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin die verschiedenen Erleichterungen und Verbesserungen wieder vereinbart worden sind miteinander. Abschlagszahlung Überbrückungshilfe 3 bis 800.000. Es können auch großen Unternehmen jetzt mit höherem Finanzbedarf Hilfen gezahlt werden. Umsatzhöchstgrenze ist entfallen. Und wir haben damit Grundlage für Hilfsoperationen, auch für eben Firmen, die in den Bereichen Einzelhandel, Veranstaltungskulturbranche, Hotellerie, Gastronomie, Pyrotechnik, Großhandel, Reisebranche unmittelbar von den Schließungsanordnungen des Bundes und der Länder betroffen sind. Darüber hinaus, um wirklich dann auch noch mal ein Tool zu haben, um helfen zu können, bin ich auch froh, dass die Vereinbarung über den Bund-Länder Härtefallfonds gestern Abend bekräftigt worden ist und im Laufe der nächsten Woche das Bundeskanzleramt und die Staats- und Senatskanzleien den Ablauf dazu klären werden. Das ist eine Möglichkeit, dann noch einmal auch wirklich nachzusteuern, wo es mit den großen Möglichkeiten von der Bundesebene her nicht funktioniert. Ich will auch keine Schwarz-Peter-Schieberei, auch nicht zu einem roten Minister hier vornehmen, aber wir haben natürlich als Wirtschaftspolitiker in der Union schon zeitlich gefordert, viel stärker auf schon bestehende Finanzbeziehungswege zu setzen, also viel großzügigere Steuerverlustverrechnungsmöglichkeiten. Das wäre ein ganz schneller und sehr treffsicherer Weg gewesen. Da ist ja zum Glück auch ein wenig nachgebessert worden. Bei der Überbrückungshilfe 3 sind etwa 1,92 Milliarden Euro beantragt und auch mehr als ein Viertel davon schon ausbezahlt, obwohl das ja noch nicht lange offen ist, das Programm. Und ich finde, wir sollten nach vorne schauen. Ich habe gestern in der Aktuellen Stunde schon mal kurz darüber gesprochen. Und Clemens Fuß vom IFO-Institut hat das auch heute Morgen gemacht. Wir müssen Vorteilhaftigkeit von Selbsttests den Menschen deutlich machen. Und Clemens Fuß hat heute Morgen das Beispiel gewählt, im Morgenmagazin hat gesagt, wenn vor der Einkaufsgalerie die Teststation ist und die Leute sehen, wenn du dich testen lässt, kannst du da reingehen, dann kriegen wir einen höheren Kenntnisstand über die Frage, wer infiziert ist bei uns, zumindest einen guten Anhalt dafür. Und dann werden die Menschen von sich aus Tests nachfragen. Und da müssen wir uns nicht ständig nur Gedanken darüber machen, wie der Staat die bezahlt und welche Stelle vom Staat die bezahlt und welche Stelle vom Staat das organisiert. Hier müssen wir auch Kräfte vom Markt setzen. Und deshalb hoffe ich, dass die behutsamen Öffnungsschritte, die gestern besprochen worden sind, hier genug Raum geben, dass diese Marktkräfte sich entfalten können. Vielen Dank für Ihre Geduld, Frau Präsidentin. Der Satz ist am Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke sehr. Das Wort geht an Steffen Kotri von der AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren, die Linke wollen also Steuergeldverschwendung der Unternehmen verhindern, aber wir müssen auch grundsätzlich Steuergeldverschwendung und Missbrauch
anprangern und verhindern und eben auch den Missbrauch durch die Bundesregierung, meine Damen und Herren. Der Lockdown zum Beispiel ist längst schon Willkür und er muss sofort aufgehoben werden, damit also Steuergelder nicht weiter missbräuchlich Verwendung finden. Und wenn wir mal weiter in diesen Reigen gehen, das Erneuerbare Energiengesetz muss abgeschafft werden, damit wir hier für diese schädliche Art der Stromversorgung nicht weiter Steuergelder verwenden und verschwenden. Und wir können es den Bürgern eigentlich auch gar nicht mehr erklären, warum also linksgrüne Wind- und Sonnenunternehmen hier die Gewinne garantiert bekommen. Anderes Beispiel. Dänemark zum Beispiel hat gerade seinen syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen erklärt, dass sie zurück in ihre Heimat gehen sollen. Syrien ist längst sicher. Und genau das Gleiche sollten wir auch tun. Dann hätten wir nämlich hier auch keine Veruntreuung von Steuergeldern mehr in dieser Form, dass wir also Menschen hier alimentieren, die im Übrigen größtenteils gar nicht bei uns sein dürfen. Wir haben es hier mit dem massenhaften Bruch des Artikels 16a zu tun, nur noch mal in Erinnerung, aber davon reden wir ja schon seit Jahren. Der deutsche Steuerzahler zahlt Kindergeld ins Ausland. Also auch hier ein Missbrauch des deutschen Sozialstaates durch die Bundesregierung, meine Damen und Herren. Dann der Missbrauch in Form der Entschädigungszahlung an die Kraftwerksbetreiber, die ihren Kernenergiestrom jetzt nicht mehr liefern dürfen, weil die Bundesregierung eben aus der Kernenergie völlig überstürzt und ideologiebedingt ausgestiegen ist. Man hätte einfach nur die Laufzeiten entsprechend so gestalten müssen, wie geplant war. Auch hier ein Missbrauch von 4 bis 5 Milliarden Euro für den Steuerzahler. Aber die Laufzeitverlängerung wurde ja leider durch eine unverantwortlich agierende Kanzlerin verhindert. Der Kohleausstieg, der kostet uns 150 Milliarden Euro und auch hier wieder 40 Milliarden mindestens aus dem Steuersäckel. Und das ist eine verwahrlosende Politik, die Marktwirtschaft und Alternativen missachtet. Und ohne Ideologie, meine Damen und Herren, wäre das alles billiger gewesen. Oder nehmen Sie die 1 Milliarde im sogenannten Kampf gegen rechts. Auch hier offenbart sich, dass die Bundesregierung und die Koalitionsparteien Steuergelder dafür verwenden, die politische Organisation zu bekämpfen. Auch das wäre ein Fall für den Staatsanwalt, meine Damen und Herren. Und vor diesem Hintergrund fordern wir einmal mehr die Einführung eines Straftatbestandes, eines separaten Straftatbestandes der Steuergeldverschwendung. Und an dieser Stelle sei darauf noch mal hingewiesen. Vielen Dank. Das Wort geht an Bernd Rützel von der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Corona-Pandemie ist keine Ideologie, sie ist Realität. Und man kann sie vergleichen mit einer Wanderung auf einem Grat. Wer in den Bergen schon mal unterwegs war und so eine Wanderung gemacht hat, der weiß, dass man genau balancieren muss, dass man jeden Schritt bedacht wählen muss, dass man aufpassen muss. Auf der einen Seite geht es runter und da ist die Gefährdung der Gesundheit ganz wichtig. Und auf der anderen aber auch die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und unser Gemeinwesen. Und dieses Gemeinwesen hat bisher und immer noch sehr, sehr gut funktioniert. Der Zusammenhalt ist da, weil wir einen starken Sozialstaat haben. Und wenn wir doch eines gelernt haben, dann müssen wir diesen starken Staat, diesen starken Sozialstaat noch mehr ausbauen, noch mehr stärken, noch mehr in die Zukunft aufbauen. Denn sowas kann uns immer wieder passieren. Wir haben einen Schutzschirm aufgespannt für Arbeitsplätze, für Selbstständige, für Unternehmen. Und wir haben Großartiges geleistet. Ich weiß, dass immer wieder Probleme geschildert werden. Das ist ja auch gut so. Das ist eben diese Gratwanderung, ein Schritt nach dem anderen. Aber Arbeitsminister Hubertus Heil, Finanzminister Olaf Scholz,
bin ich sehr dankbar für das, was Sie die letzten Monate geleistet haben. Wir helfen nämlich Unternehmen dabei, liquide zu bleiben. Und den Beschäftigten helfen wir, ihren Arbeitsplatz zu behalten. Durch Kurzarbeit konnten 3 Millionen Jobs, 3 Millionen Arbeitsplätze gerettet werden. Über 10 Millionen Menschen, für die wurde Kurzarbeit beantragt. Und 3 Millionen Menschen wären jetzt mehr in der Arbeitslosigkeit, was das für diese Menschen, für diese Familien, für alle bedeuten würde, für die Gemeinden, für die Städte, wo sie wohnen, wo sie leben, das können und wollen wir uns nicht ausmalen. Deswegen ist Kurzarbeit extrem wichtig. Und liebe Susanne Ferschel von den Linken, ich habe das letzte Woche Ihnen schon gesagt hier an diesem Pult, man kann immer verschiedene Meinungen sein und man muss das auch austragen. Aber sich hierher zu stellen und zu sagen, da ist nie was gelaufen, da ist nie was gemacht worden. Entschuldigung, wo waren Sie die letzten 12 Monate? Haben Sie nicht mitbekommen, dass das Kurzarbeitergeld vereinfacht worden ist, dass es verlängert worden ist, dass die Zugangsbedingungen vereinfacht worden sind, dass wir das Kurzarbeitergeld erhöht haben? Natürlich können wir darüber debattieren, ob es reicht oder sonst was. Aber man kann doch das, was wir hier geleistet haben, nicht dahinstellen, dass nichts gemacht worden ist. Das ist nicht fair, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will sagen, das Kurzarbeitergeld ist aber auch eine Versicherungsleistung. Und die Beschäftigten haben in diese Arbeitslosenversicherung einbezahlt, die Unternehmen haben einbezahlt. Und deswegen haben sie auch ein Anrecht drauf, wenn es dem Betrieb schlechter geht, wenn es notwendig ist, dass diese Leistung ausbezahlt wird. Und natürlich stimme ich ja zu, und da stimmen wir alle zu, das ist heute erst im Handelsblatt unserer Sprecherin auch noch einmal deutlich geworden, dass es nicht in Ordnung ist, wenn Boni und so weiter an Unternehmen bezahlt werden, die viel Unterstützung leisten, und dass man auch noch einmal nachdenken muss, dass diejenigen, die in Kurzarbeit geraten, eben am Anfang auch wenig zum Leben haben. Das ist ja in Ordnung. Aber es ist immer ein Balanceakt zwischen bürgernahe, zwischen sofortlicher und schneller Hilfe und eine kontrollierte Auszahlung an die Richtigen auf der anderen Seite. Und es wurde sehr schnell und sehr umfangreich geholfen. Die Bundesagentur für Arbeit hatte 790.000 Unternehmen, für die über 10 Millionen Menschen, 10,7 Millionen Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet haben. Da ist schnell und gut reagiert worden. Alle, die in der Bundesagentur für Arbeit, auch in den Jobcentern, alle Frauen und Männer dort arbeiten, gilt großer Dank, die haben Großes geleistet. Und das will ich an dieser Stelle auch noch einmal ausführen. Und jetzt beginnt aber eine Zeit der Kontrollen. Eine Zeit der Kontrollen, das ist auch in Ordnung so, das muss auch so sein. Denn all das, was geleistet worden ist, was schnell geleistet worden ist, muss auch überprüft werden. Und meine Kollegin Daniela Kolbe geht dann noch einmal darauf ein, dann können Sie auch noch einmal zuhören von den Linken, was wir alles gemacht haben. Hoffentlich haben Sie es nächste Woche nicht schon wieder vergessen. Und der Joe Weingarten geht auch auf die wirtschaftliche Situation darauf ein, denn wir sorgen nicht nur dafür, dass Menschen nicht arbeitslos werden durch Kurzarbeit, sondern wir sorgen auch dafür, dass sie die Arbeit von morgen machen können, mit Qualifizierung, mit Weiterbildung, mit dem Arbeit-von-morgen-Gesetz. Das ist wichtig und das ist eine Investition in die Zukunft. Und da lohnt sich jeder Cent Steuergeld, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Wort erhält Matthias Nölke von der FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist wichtig, über Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld zu sprechen. Und es ist wichtig, sich zu fragen, wie wir Menschen aus diesen existenziellen Problemen herausbekommen. Insbesondere dort, wo Kurzarbeit und niedrige Löhne zusammenkommen. Wir als Freie Demokraten haben das Kurzarbeitergeld von Anfang an unterstützt. Es ist ein erfolgreiches Instrument in der Krise. Bei den Beratungen zur Verlängerung der Kurzarbeit haben wir ausdrücklich darauf hingewiesen,
Nicht die Dauer des Bezuges von Kurzarbeitergeld, sondern die Einkommenshöhe muss entscheidend sein. Wer wenig hat, ist mit dem GroKo-Modell gerade zu Beginn der Kurzarbeit mit existenziellen Problemen konfrontiert. Die GroKo hat sich aber leider für diesen Weg entschieden. Deshalb müssen wir nun in die Zukunft blicken. Heute ist es wichtig, endlich allen Menschen zu helfen. Noch immer gibt es keine wirkliche Hilfe für Selbstständige, die keine Angestellten haben. Wir Freie Demokraten setzen uns seit Anfang an dafür ein, auch den Selbstständigen zu helfen. Wir brauchen endlich ein verlässliches und unbürokratisches Hilfsprogramm, das während der Pandemie für eine angemessene Absicherung für Selbstständige sorgt, und zwar jenseits des Arbeitslosengeldes II. Dafür setzen wir uns ein. Der Antrag der Linken ist zudem nicht ausgereift. Der Antrag spart wichtige Fragen einfach aus. Was ist zum Beispiel mit Teilzeitbeschäftigten? Ihr Antrag führt zu enormen Ungerechtigkeiten, wenn Teilzeitbeschäftigte mehr Kurzarbeitergeld erhielten als bei regulärer Arbeit oder mehr Geld als ihre arbeitenden Kollegen. Aus diesem Grund lehnen wir den Antrag ab. Was wir brauchen, sind Rahmenbedingungen, um die Menschen wieder raus aus der Kurzarbeit zu holen. Wir brauchen Impulse für neues Jobwachstum. Wir brauchen steuerliche Entlastung bei Investitionen. Denn für unser Land sind Kurzarbeit und Schuldenwirtschaft keine Lösung. Und deshalb werden auch die Grünen unserem Anspruch nicht gerecht. Denn sie fordern die Bundesregierung auf, einen Stufenplan vorzulegen. Die Bundesregierung, die seit Monaten keinen Plan mehr hat, das ist nicht das Verständnis, unser Verständnis von parlamentarischer Verantwortung. Seriöse Oppositionsarbeit wäre es gewesen, einen eigenen Stufenplan vorzulegen. So haben wir es gemacht, denn wir meinen es ernst. Wir haben einen 7-Stufen-Plan vorgelegt, der einen Weg aus dem Lockdown und damit auch aus der Kurzarbeit weist, mit klaren Wenn-Dann-Regeln. Wir sprechen darüber, wie wir die Kurzarbeit beenden, denn das hilft den Menschen wirklich. Wir helfen den Menschen nicht, indem wir nur über das Verteilen reden. Wir helfen ihnen, indem wir ihnen die Arbeit zurückgeben. Und wir Freie Demokraten wollen eine Perspektive schaffen für alle Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Denn unser Land braucht jetzt eine Perspektive. Eine Perspektive raus aus der Kurzarbeit. Und diese Perspektive gibt es nur mit den Freien Demokraten. Holen wir das Land aus der Kurzarbeit. Das muss das Ziel sein. Vielen Dank. Das Wort geht an Katharina Dröge von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der Linken hat im Kern ein sehr berechtigtes Anliegen. Wenn der Staat große Konzerne in der Krise mit massivem Einsatz von Steuergeld unterstützt, wenn der Staat damit so ins Risiko geht, dann muss das auch mit Bedingungen verbunden sein. Wir haben das beispielsweise selbstverständlich bei der Beteiligung an der Lufthansa oder bei TUI gefordert. Dann muss so eine Hilfe mit Auflagen für den Klimaschutz verbunden sein, aber natürlich auch mit Auflagen zur Beschäftigungssicherung. Und selbstverständlich müssen staatliche Hilfen auch daran gebunden sein, dass Unternehmen, die in der Krise Hilfen des Staates in Anspruch nehmen, sich auch selber daran beteiligen. Und deswegen ist es total wichtig, dass diese Unternehmen dann auch auf Dividendenauszahlungen und hohe Zahlungen von Boni an Manager verzichten. Und ich kann es absolut verstehen, dass man es unverständlich findet, und ich teile diese Kritik, wenn Konzerne Leistungen wie das Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen und gleichzeitig hohe Dividenden ausschütten. Das ist alleine gesellschaftlich so massiv unsensibel, dass man nur sagen kann, da sollten Leiter von großen Konzernen auch ihre gesellschaftliche Verantwortung mit im Blick haben.
Auf der anderen Seite ist der Antrag der Linken leider so unspezifisch oder vielleicht auch einfach ein bisschen kurz geraten, dass wir uns enthalten müssen, weil sie differenzieren leider nicht zwischen großen und kleinen Unternehmen. Und das wäre schon notwendig gewesen, wenn sie Bedingungen wie die Zahlung des Kurzarbeitergeldes beispielsweise an ein Kündigungsverbot knüpfen und das auch für kleine Unternehmen meinen, und das haben sie leider nicht differenziert in dem Antrag, dann geht das so nicht. Weil diese Krise ist momentan so tief und so hart und manchen Unternehmen steht das Wasser so sehr bis zum Hals, dass es vielleicht sein kann, dass sie nicht auf Kündigungen verzichten können, weil sonst die wirtschaftliche Existenz des gesamten Unternehmens in Gefahr ist. Und da müssen wir differenziert hinschauen. Und das tun sie leider nicht. Diesen Unternehmen kann man helfen. Das wäre auch unser Job hier als Bundestag gewesen. Den kann man helfen, wenn man Wirtschaftshilfen in der Krise macht, die wirklich helfen. Und das ist das, was Peter Altmaier und Olaf Scholz im Duett wirklich im letzten Jahr komplett versemmelt haben. So hart muss man das sagen. Wir haben Wirtschaftshilfen gehabt, die so kompliziert waren, dass selbst Steuerberater sie nicht mehr verstanden haben. Wir haben Wirtschaftshilfen, die wollten so sehr vor Missbrauch schützen, dass am Ende niemand sie mehr beantragt hat, weil keiner sie mehr verstanden hat und sie bei keinem angekommen sind. Das kann nicht der Sinn guten staatlichen Handelns sein, dass man sich zu Tode bürokratisiert und am Ende die Unternehmen im Regen stehen lässt. Deswegen haben wir jetzt noch mal Vorschläge gemacht, wie die Überbrückungshilfe 3 verbessert werden muss. Unternehmen, die seit Monaten 0 Euro an Einnahmen hatten, die können jetzt nicht nur mit 90% Hilfen zu den Fixkosten unterstützt werden. Wer keine Einnahmen hat, der kann auch 10% Fixkosten nicht mehr zahlen. Ich verstehe nicht. Wir haben das seit Monaten beantragt, warum Sie diesen kleinen Schritt nicht noch gehen, der aber für Unternehmen manchmal die wirtschaftliche Existenz bedeuten kann. Und wenn Sie die Unternehmen schon so lange hingehalten haben mit Wirtschaftshilfen und jetzt endlich Mitte Februar es geschafft haben, die schnellen vorgezogenen Soforthilfen für Dezember dann auch beantragen zu lassen, warum gehen Sie dann in den Abschlagszahlungen nicht wenigstens pragmatisch und unbürokratisch hoch auf 75%, damit wenigstens mal wieder Geld auf dem Konto der Unternehmen ist? Das wäre jetzt wirklich krisengerechtes Handeln gewesen. Peter Altmaier und Olaf Scholz haben sich wirklich sehr toxisch in den letzten Monaten gegenseitig blockiert bei wichtigen und relevanten Hilfsmaßnahmen. Wir haben jetzt noch mal ein Maßnahmenpaket vorgeschlagen, mit dem man wirklich in die Zukunft schauen kann, mit dem man wirklich helfen kann. Geben Sie sich einen Ruck, bessern Sie endlich vernünftig nach. Das Wort hat Jana Schimke von der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich denke, nach einem Jahr Corona und mehrfachen Lockdowns sollten wir uns gut überlegen, wofür wir Geld ausgeben, wo wir soziale Unterstützung leisten und vor allen Dingen, wie wir auch mit den Beitragsgeldern der Versicherten in diesem Land umgehen. Und wenn eines klar ist, und das habe ich bereits auch in der ersten Debatte zum Thema Mindestkurzarbeitergeld hier in dieser Runde deutlich gemacht, dann kann man sagen, dass gerade die Corona-Krise gezeigt hat, dass unser Sozialstaat funktioniert. Wir haben inzwischen das dritte Sozialschutzpaket auf den Weg gebracht in der letzten Sitzungswoche. Wir haben Bedürftigen, wir haben Menschen, die Hartz-IV-Leistungen empfangen, mehrere Einmalzahlungen zukommen lassen für Kinder, aber auch für Hartz-IV-Empfänger als solche. Wir haben den erleichterten Zugang zu Hartz-IV und damit meinen wir insbesondere die vielen, vielen Selbstständigen in unserem Land, die zurzeit keine Einkünfte erzielt. Diesen leichteren Zugang haben wir noch einmal verlängert. Und was mir besonders gut gefällt, das ist nicht Gegenstand des Sozialschutzpaketes, aber eine ganz wichtige Maßnahme unserer Bundesagentur für Arbeit, dass auch dort Bedürftigen noch einmal 350 Euro zur Verfügung gestellt werden, um Kindern beispielsweise ein Tablet zu besorgen, um das Homeschooling gewuppt zu bekommen. Also es ist eine Menge passiert, auch an sozialen Leistungen in den letzten Monaten. Und ich glaube, wir haben sehr gut deutlich gemacht, dass wir auch Sozialpolitik können, meine Damen und Herren. Und man darf an dieser Stelle auch eines sagen, weil es natürlich beim Thema Mindestkurzarbeitergeld um Menschen mit geringem Einkommen geht. Ich habe damals schon darauf hingewiesen, unser Sozialstaat funktioniert auch hier, weil jemand, der in die Bedürftigkeit gerät, der tut das, was alle anderen Menschen in diesem Land auch tun, die bedürftig sind. Der geht zum Sozialamt und beantragt dort Leistungen. Niemand sagt, dass das angenehm ist, niemand sagt, dass das schön ist. Aber in diesem Fall, wo ja Ihr Vorschlag auch ansetzen soll mit einem Mindestkurzarbeitergeld,
Kurzarbeitergeld haben wir die klassische Aufstockung. Ja, und jeder Mensch, der bedürftig ist, der in diese Situation gerät, kann das auch in Anspruch nehmen. Wir haben uns hier etwas dabei gedacht bei der Ausgestaltung des Kurzarbeitergeldes, das in den ersten Monaten auf 60 bzw. 67% begrenzt ist. Später steigt es. Zum Anfang hat es aber diese Höhe. Und das hat den einfachen Grund, dass auch die Leistungen zum Arbeitslosengeld einzig an derselben Höhe orientieren. Und wir haben die Diskussion ja schon vor einigen Wochen hier im Plenum geführt. Ich halte es für schwierig, dass wir immer wieder mit einem sozialpolitischen Wunschkonzert darauf hinsteuern, dass wir bedürftige Gruppen gegeneinander ausspielen. Ja, Sie suchen sich jetzt hier die Gruppe der Beschäftigten, sagen, die müssen viel, viel mehr Kurzarbeitergeld bekommen. Ja, und letztendlich ist das eine Versicherungsleistung, genauso auch wie das Arbeitslosengeld I. Aber ein Arbeitslosengeld I-Empfänger bekommt eben nur 60 und 67%. Und meine Damen und Herren, ich bin dagegen, dass wir ein Zweiklassensozialrecht schaffen. Und ich verstehe gar nicht, warum Sie alle immer so eine Angst haben vor einheitlichen Standards. Das ist doch das, was Sozialpolitik auch erklärbar macht und logisch und nachvollziehbar. Warum sollen wir denn für unterschiedliche Gruppen auch immer unterschiedliche Messwerte und Größen hier in diesem Hause verabschieden? Das halte ich schlichtweg nicht für nachvollziehbar. Damit machen wir uns angreifbar. Und das ist, meine Damen und Herren, auch keine glaubwürdige Sozialpolitik, meine Damen und Herren. Und dann möchte ich an letzter Stelle noch an eines erinnern. Douglas wird in den nächsten Wochen und Monaten 60 Filialen schließen. Der Friseur Clear 315. Das Modegeschäft Pimki 29 Filialen weniger. DER Reisebüro verabschiedet sich von 40 Filialen und da ist H&M mit weniger als 14 Filialen vielleicht noch das kleine Schlusslicht. Aber was sagt uns das, meine Damen und Herren? Wenn sich die Nebelwolke der Corona-Förderpolitik mal verzogen hat aus diesem Land, dann werden wir sehen, wo die Notwendigkeiten der künftigen Monate tatsächlich liegen werden, nämlich bei der Schaffung von Arbeitsplätzen mit der Unterstützung von Menschen, die tatsächlich auch in Arbeitslosigkeit geraten. Und ich kann nur davor warnen, mit solchen Vorschlägen wie einem Mindestkurzarbeitergeld noch alles komplizierter zu machen, natürlich auch für die Menschen, die das alles auf den Weg bringen müssen, die das alles bewilligen müssen. Das Kurzarbeitergeld, das sind Beitragsgelder, das sind Gelder von den Versicherten in diesem Land, das sind Beitragsgelder von Menschen, die noch in Lohn und Brot stehen. 26 Milliarden der Bundesagentur für Arbeit sind bereits aufgebraucht. Wovon sollen Sie das denn bitte alles bezahlen? Und noch etwas. Ich finde, das Kurzarbeitergeld, das ist doch die Aufgabe vom KUK, soll vor Arbeitslosigkeit schützen und nicht einen Lebensstandard subventionieren. Und dessen müssen wir uns doch hier in diesem Hause durchaus einmal bewusst sein. Lassen Sie uns das Wesentliche im Blick behalten. Lassen Sie uns die Prioritäten richtig setzen, damit unser Land mit halb so gutem Schwung, wie wir ihn bisher hatten, weitermachen können, wenn wir das Virus in den Griff bekommen haben. Vielen Dank. Und das Wort geht an Martin Sichert von der AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Staat verursacht massive Schäden an Unternehmen, und den Linken fällt nichts Besseres ein, als die Entschädigung für Unternehmen an Bedingungen zu knüpfen. Noch gilt das Grundgesetz, auch wenn viele von Ihnen versuchen, das unzulässigerweise durch das Infektionsschutzgesetz auszuhebeln. Die Bürger haben Grundrechte. Dazu gehört auch das Recht auf Eigentum und das Recht auf freie Berufswahl. Diese Grundrechte wurden durch den Lockdown zerstört. Und anstatt dass die Opposition gemeinsam darauf drängt, dass die Menschen wieder ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Einkommen erwirtschaften können, fällt Grünen und Linken nur ein, über Entschädigungen zu diskutieren. Die hier vorliegenden Anträge machen einmal mehr deutlich, dass Sie sozialistisch-autokratisch denken. Wir als AfD hingegen sind eine freiheitlich-demokratische Partei. Und egal, wie sehr Sie uns attackieren, wir werden die Freiheit und die Demokratie in Deutschland verteidigen.
Die Fakten aus anderen Ländern beweisen uns, dass es komplett anders geht. Die Schweden, die ihre Bürger nicht gegängelt haben, sondern leben und arbeiten ließen, sind nicht schlechter durch den Winter gekommen als wir. Denken wir freiheitlich statt sozialistisch, geben wir den Menschen ihr Leben wieder und kümmern wir uns um die Risikogruppen. Der Chef des RKI hat verkündet, dass über die Hälfte der Fälle auf den Intensivstationen Muslime sind. Es sind nicht Migranten das Problem, sondern die Parallelgesellschaften, die mit der deutschen Sprache und deutschen Tugenden nichts anfangen können. Corona beweist einmal mehr, Multikulti ist krachend gescheitert. Das zeigen die Daten des RKI übrigens schon vor dem Lockdown. Im letzten Herbst war bekannt, dass sich in Asylbewerberheimen mehr als doppelt so viele Menschen anstecken wie in Schulen, Gastronomie und Hotellerie zusammen. Und anstatt dass sie zielgerichtet vorgehen mit Aufklärungskampagnen und die Asylbewerberheime leeren durch konsequente Abschiebung abgelehnter Asylbewerber, gängeln sie lieber 83 Millionen Menschen und legen das ganze Land still. Und das Problem ist das, was wir hier gerade auch wieder erleben, nämlich dieses Geschrei von links, dass sie von der Union und von der SPD vor dem absurden Rassismusvorwurf von ein paar linken Verrückten mehr Angst haben als davor, was passiert, wenn sie die Augen vor den realen Problemen verschließen. Statt echte Ursachen anzugehen, verscheucht der Staat nun friedliche Bürger von Parkbänken, jagt Jugendliche durch Parks und stürmt Kochabende von zwei Freunden. Die Regierung nutzt den Lockdown, um sich den Staat zur Beute zu machen. Und dazu konnte es nur kommen, weil das Parlament als Kontrollinstrument versagt hat. Sie von der Union sind keine Demokraten, sondern Karrieristen, die alles abnicken, was von oben vorgegeben wird, weil sie Angst haben, sonst bei der nächsten Wahl einfach nicht mehr aufgestellt zu werden. Und anstatt die Regierung zu kontrollieren, nutzt ihr stellvertretender Fraktionsvorsitzender die Lockdown-Politik lieber, um sich zu bereichern. Die SPD freut sich, weil Lauterbach, der noch nicht mal im Gesundheitsausschuss sitzt, nun im Fernsehen von Talkshow zu Talkshow tingelt. Die Grünen machen alles mit in der Hoffnung auf eine schwarz-grüne Koalition. Die Linken denken sich genial, noch mehr Sozialismus und versuchen immer noch einen obendrauf zu setzen. Und die FDP, die hat immer eine große Klappe, aber immer wenn es darum geht, wirklich Farbe zu bekennen, dann sind sie leider unauffindbar. Meine Damen und Herren, finden Sie endlich Ihr Gewissen wieder und kommen wir gemeinsam unserem Auftrag nach, die Regierung zu kontrollieren. Lassen Sie uns den Lockdown beenden, geben wir den Menschen die Freiheit und ihr Leben zurück. Dann brauchen wir hier erst gar nicht darüber zu diskutieren, wie Entschädigungen ausgestaltet werden sollen. Herzlichen Dank. Herr Abgeordneter, sicherlich machen Sie darauf aufmerksam, dass solange keine Beweise für eine Bereicherung eines Abgeordneten vorliegt, gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Das möchte ich hier an dieser Stelle gesagt haben. Bitte lassen Sie solche Bemerkungen in Zukunft sein in einer Rede. Ich gebe das Wort an Dr. Joe Weinkarten von der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, lassen Sie uns wieder aus den Wolken der Vermutungen und Vorurteile zu den Fakten zurückkommen. Die Corona-Pandemie ist eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen nach dem Krieg. Sie fordert auch unser Wirtschaftssystem und unsere Wirtschaftsförderung in nie gekanntem Umfang. Wenn wir heute dazu eine Zwischenbilanz ziehen, können wir konstatieren, es ist natürlich nicht alles richtig gemacht worden. Manches kam zu spät. Manches zu zaghaft, auch aus dem Wirtschaftsministerium. Aber im Kern haben wir gemeinsam die Aufgabe erfüllt. Die deutsche Wirtschaft ist in einigen Bereichen sehr angeschlagen, aber sie hat überlebt. Millionen gefährdeter Arbeitsplätze wurden erhalten, Zehntausende Unternehmen stabilisiert. Das ist ein nicht selbstverständlicher Erfolg. Denn wir reden hier über eine hochkomplexe Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft, in der quasi über Nacht Arbeitskräfte, Kunden, nationale und internationale Kontakte und Zulieferer durch die Pandemie voneinander isoliert wurden. Politik kann das nicht alles ungeschehen machen, aber sie kann die größten Lücken schließen, Hilfen geben und Hoffnung vermitteln. Und das haben wir getan.
Die Soforthilfen, Überbrückungshilfen 1 und 2, November- und Dezemberhilfe, Überbrückungshilfe 3 und jetzt das Neustartprogramm. Eine große Aufgabe, in der sich unser föderaler Staat bewährt hat. Nicht immer strahlend, aber effizient und zielorientiert, vor allen Dingen auch im internationalen Vergleich. Das ist auch das Ergebnis einer stetigen Maßnahmenkritik nach jeder Förderrunde. Zielgruppen wurden präzisiert, Hilfen angepasst, Verfahren vereinfacht und, nicht trivial, das Ganze eingefügt in das komplizierte europäische Beihilferecht. So ist ein differenziertes Fördersystem entstanden, in dem bislang über 110 Milliarden Euro in die Unternehmen und an die Beschäftigten geflossen sind, allein 25 Milliarden Euro über die heute diskutierten Unternehmenshilfen. Nicht jede Hilfe kam unmittelbar. Es gab Lernprozesse. Aber es ist eine völlige Überzeichnung, dass noch heute in großer Zahl Rückstände bestünden. Aus den rund 660.000 Anträgen der November- und Dezemberhilfe sind rund 96% der Abschlagszahlungen ausgezahlt. Ähnlich bei den Abschlussprüfungen in den Bundesländern. In meinem Bundesland, in Rheinland-Pfalz, liegen die Abschlusszahlen auch bei einer Quote deutlich über 90%. Das kommt vor allen Dingen mittelständischen Unternehmen sehr zugute. Wir müssen konstatieren, dort, wo es klemmt, liegt das Problem zum Teil auch bei unvollständigen Anträgen, bei widersprüchlichen Angaben oder schlicht mangelnder Förderfähigkeit. Und da lohnt es sich, jedem einzelnen Antrag nachzugehen und zu helfen. Ich mache das in meinem Wahlkreis auch. Aber trotz erfolgreicher Förderung ist für viele Unternehmen aus Gastronomie und Hotellerie, aus dem Einzelhandel, aus dem Kultur- und Veranstaltungsbereich, bei den Schaustellern oder bei Solo-Selbstständigen die Not groß. Stehen Existenzen auf dem Spiel. Deswegen brauchen wir eine Öffnungsstrategie für diese Unternehmen und wir müssen die Fördermittel für sie natürlich auch weiterentwickeln. Und das geschieht ja gerade. Die aktuellen Corona-Hilfen wurden noch einmal substanziell verbessert, um gerade mittelständischen Unternehmen und Selbstständigen zu helfen. Aber auch mit immer differenzierteren Hilfen lässt sich letztlich nicht jede Branche, nicht jedes Geschäftsmodell gerecht ansprechen. Deswegen ist es wichtig, einen Härtefallfonds von Bund und Ländern zu schaffen. Als sozialdemokratische Bundestagsfraktion achten wir darauf, dass dieser Fonds unbürokratisch und flexibel aufgebaut wird, um schnell und einfach zu helfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sinnlos wäre es, die bislang beschlossenen Hilfen grundsätzlich zu kritisieren oder pauschal abzulehnen, wie das der Antrag der Grünen tut. Das hilft uns nicht weiter. Lassen Sie uns lieber diskutieren, wie wir in den nächsten Monaten den Übergang in normalere Verhältnisse organisieren, wie wir den Unternehmen helfen, wieder Tritt zu fassen und ihre Geschäftsmodelle neu aufzustellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr. Und das Wort geht an Dr. Marcel Klinge von der FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit Monaten diskutieren wir hier im Deutschen Bundestag in Dauerschleife über die Corona-Wirtschaftshilfen und kommen dabei nur in Trippelschritten voran. Dabei könnte das Ganze doch so einfach sein. Wer monatelang ganze Wirtschaftszweige lahmlegt, ich denke hier an den Handel, die Reise- und Veranstaltungswirtschaft, an Schausteller, Hotels, Gastronomie und die dahinterstehende Foodservice-Industrie, wer also über Monate ganze Wirtschaftsbereiche lahmlegt, der muss genauso blitzschnell und unkompliziert helfen. Doch genau diesen Anspruch, den erfüllt diese Bundesregierung bislang nicht. Schwarz-Rot hangelt sich doch von einer Panne zur nächsten. Zehntausende Betriebe und Selbstständige haben die Novemberhilfen weiterhin nicht auf ihrem Konto. Und ich frage Sie, warum muss das eigentlich alles so kompliziert sein? Warum führen Sie immer neue Kriterien ein, die am Ende überhaupt keiner mehr versteht? Zunächst waren es die Fixkosten, dann war es der Umsatz, dann waren es die ungedeckten Fixkosten. Dazu verlangt der Wirtschaftsstabilisierungsfonds auch noch Wucherzinsen. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht doch alles viel einfacher. Wir Freie Demokraten schlagen vor, die Hilfen direkt über die Finanzämter auszuzahlen und den Rückgang des Betriebsergebnisses als Grundlage für alle Unterstützungszahlungen zu nehmen, Stichwort Kieler Modell. Mit diesem Vorschlag helfen wir nicht nur schnell und unkompliziert, denn jeder Tag zählt für die Betroffenen, sondern wir verhindern damit auch die Diskriminierung bestimmter Branchen, Rechtsformen und Unternehmensgrößen.
Als Sprecher für Tourismus möchte ich heute an dieser Stelle auch noch mal darauf hinweisen, dass eine kluge Hilfe, eine kluge Pandemiehilfe eben nicht immer was mit Geld zu tun haben muss. Folgende zwei Punkte sind ähnlich wichtig. Wir brauchen erstens eine verlässliche und klare Öffnungsperspektive bitte für die gesamte Tourismuswirtschaft. Dazu habe ich im Papier der Ministerpräsidentenkonferenz nichts gelesen. Eine der wichtigsten Wirtschaftsbranchen in Deutschland wird von Ihnen konsequent ignoriert. Damit sind wir Freie Demokraten nicht einverstanden. Und wenn wir möchten, dass das Ostergeschäft in diesem Jahr für die Betroffenen und für viele Familien eben nicht ins Wasser fällt, dann muss diese Woche noch ein ganz klares Signal von Ihnen kommen. Wenn nichts passiert, wird man über Ostern auf Mallorca in den Urlaub fliegen können, aber nicht in die Ferienwohnung an die Ostsee fahren können. Das ist kein gutes Krisenmanagement. Und zweitens, meine Damen und Herren, pfeifen Sie doch endlich mal den Altmaier und den Söder zurück. Also was die in den vergangenen Wochen ohne großen sich Kopf zu machen zum Thema Reisen gesagt haben, hat unglaublich viele Menschen verunsichert und hat eine ganze Wirtschaftsbranche demoralisiert. Dabei, meine Damen und Herren, ist Reisen doch nicht per se das Problem. Am Ende des Tages sind es doch das Verhalten der Menschen. Und im letzten Sommer haben wir doch gesehen, dass mehr Urlaub eben nicht bedeutet, dass die Pandemiezahlen insgesamt steigen. Also bitte hören Sie auf, Reisen schlecht zu reden. Das ist unfair und nicht in Ordnung. Und deswegen lassen Sie uns endlich nach vorne schauen und darüber sprechen, was in diesem Jahr noch möglich ist. Dazu brauchen wir endlich eine klare Öffnungsperspektive für die Branche. 3 Millionen Beschäftigte im Tourismus warten darauf, dass es endlich wieder losgeht. Das Wort geht an Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Kurzarbeitergeld und Wirtschaftshilfen werden in dem Antrag der Linken in einem Atemzug genannt. Es ist aber nicht das Gleiche. Und beim Kurzarbeitergeld muss man da noch ein bisschen differenzierter hingucken, weil es sind Beitragsmittel. Und der Kollege Rützel hat das eben ja auch schon beschrieben. Es dient vor allem dazu, Arbeitslosigkeit zu verhindern. Und das ist ja in dieser Krise auch gut gelungen. Aber wird ja nicht nur das Kurzarbeitergeld ausgezahlt, sondern jetzt in dieser Krise ja auch noch die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber mit ausgezahlt. Das heißt, es ist natürlich auch eine Unterstützung der Wirtschaft. Und deswegen müssen wir auch genau hingucken, ob Missbrauch stattfindet. Und Missbrauch ist an der Stelle nicht akzeptabel. Es ist nicht akzeptabel, wenn Unternehmen ihre Arbeitszeit der Beschäftigten reduzieren, Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen, dann Überstunden machen lassen, sodass die Beschäftigten das Gleiche arbeiten und das Ganze noch vom Staat subventioniert wird. Das geht nicht. Es geht auch nicht, wenn als Arbeitszeitreduzierung Krankentage oder Urlaubstage verwendet werden. Auch das ist klarer Missbrauch, das müssen wir verhindern. Und es geht auch nicht, wenn das Kurzarbeitergeld dazu verwendet wird, um Boni und Dividenden zu erhöhen, wie das jetzt bei Daimler passiert ist. Auch da müssen wir klar sagen, das geht so nicht. Es gibt ja von den Linken noch einen zweiten Antrag zum Mindestkurzarbeitergeld. Das haben wir letzte Sitzungswoche in erster Lesung beraten, hatten eine Anhörung diese Woche und im Ausschuss diskutiert. Und ich würde Sie alle noch mal dringend bitten, stimmen Sie diesem Antrag zu, weil er ist wichtig. Es gibt viele Menschen, die Kurzarbeitergeld beziehen in dieser Krise, weil diese Kurzarbeit ist diesmal anders. Es gibt ganz viele Menschen, die gar nicht arbeiten oder ganz wenig arbeiten. Und dann reicht das Kurzarbeitergeld, so wie es jetzt konstruiert ist, nicht aus. Und da brauchen wir eine Lösung. Und wenn dann SPD und Union, Frau Schimke, eben wieder auf das Arbeitslosengeld II verweist, dann ist das zwar formal richtig, dass die Kurzarbeitenden da Anspruch drauf haben, aber sie beziehen es nicht, weil Hartz IV ist so gestrickt, dass es trotz der Erleichterung halt enorm abschreckend ist. Die Hürden sind immer noch zu hoch und deswegen müssen wir da andere Lösungen überlegen. Das gilt ja nicht nur für die Kurzarbeitenden, sondern auch für die Künstlerinnen und Künstler, für die Solo-Selbstständigen. Auch da
versagt ja die Bundesregierung. Aber bei den Kurzarbeitenden braucht es eine Lösung. Wir brauchen eine Lösung, die dafür sorgt, dass das Existenzminimum abgesichert ist. Ich habe mich ja gefreut, dass in der Ausschussanhörung die Expertinnen und Experten gesagt haben, dass der grüne Vorschlag, den wir letztes Jahr vorgelegt haben, eigentlich noch besser wäre. Das nützt den Menschen aber jetzt heute auch nichts. Der Vorschlag, den die Linken vorlegen, der auf einem Vorschlag von NGG und Verdi beruht, den wir Grünen auch mit unterstützt haben, ist ein guter. Stimmen Sie dem zu. Und wenn Sie dem nicht zustimmen, wovon ich leider ausgehen muss, sorgen Sie dafür, dass Sie eine Lösung schaffen für die Menschen, die kurz arbeiten und die zu wenig Geld haben, dass das Existenzminimum abgesichert ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort geht an Peter Aumer von der CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren Anträge von Linken und Grünen. Diese Anträge zeigen deutlich den Zustand der beiden Parteien. Die Linke rückwärtsgewandt und sozialistisch, die Grünen wissen zum einen nicht, was sie wollen, und zum anderen kommen sie zu spät. Beides, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann in dieser schwierigen Phase unser Land nicht gebrauchen. Mehr denn je kommt es jetzt auf den Blick in die Zukunft an, auf Perspektiven und auf Verlässlichkeit in der Politik. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, Sie lassen diesen verantwortungsvollen Blick leider schmerzlich vermissen. Wie das die Anhörung zu Ihrem Vorschlag für ein Mindestkurzarbeitergeld in dieser Woche deutlich gemacht hat. Ihr Antrag ist erstens unsozial und ungerecht. Ihr Antrag ist zweitens, er zeigt zweitens Ihre sozialistischen Umverteilungsutopien und drittens widerspricht er dem Äquivalenzprinzip. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ferschel, ist auch mit dem anderen Antrag, den Sie heute diskutieren wollen, wenn man allein den Titel liest. Steuergelder gegen Missbrauch durch Konzerne schützen. Alleine dieser Titel zeigt den Populismus, den Sie heute auf die Tagesordnung setzen. Und Ihre Rede, Frau Ferschel, toppt das noch. Sie haben BMW angesprochen. Ich bin Wahlkreisabgeordneter. Nix, ja und? In meinem Wahlkreis arbeiten 10.000 Menschen bei BMW. In der Automobilindustrie im Großraum Regensburg über 60.000, die gut verdient haben, auch in dieser Krise. Und wenn Sie die Automobilindustrie schlecht reden, dann glaube ich, spricht es auch für eine Sicht auf die Dinge. Naja, das geht. Es geht auch um Unternehmen. Und da sollten wir gut darauf aufpassen, dass wir da nicht so umgehen, wie Sie das tun. Es geht um Grundprinzipien auch der sozialen Marktwirtschaft. Und Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren der Linken, haben diese Grundprinzipien nicht verstanden. Deshalb lehnen wir auch Ihre beiden Anträge. Deswegen lehnen wir auch Ihre Anträge ab. Und nun zu den Kolleginnen der Grünen. Es ist wirklich schade, dass Sie das wichtige Thema mehr Sicherheit für Beschäftigte im Wandel einfach mal schnell von der Tagesordnung genommen haben. Ich habe mich gestern sehr intensiv auf diesen Antrag vorbereitet. Über Nacht kam dann der Antrag, über den wir jetzt reden, Wirtschaftshilfen, über den, ja, ich glaube, Sie wissen ja selber nicht, was Sie auf die Tagesordnung gesetzt haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist auch bezeichnend und, glaube ich, zeigt so ein bisschen den Zustand auch der Partei. Sie fordern in Ihren Anträgen Stufenpläne, Transparenz und Verlässlichkeit. Ich glaube, Sie haben nicht gesehen, was gestern Abend beschlossen worden ist. Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten haben sehr sorgfältig einen Plan ausgearbeitet, wie wir jetzt aus dieser Krise kommen sollen, und der Öffentlichkeit vorgestellt. In diesem Punkt, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat sich Ihr Antrag zu den Wirtschaftshilfen also erledigt. Zu Ihrer Kritik? Ja, es hat nicht alles auf Anhieb geklappt. Da haben Sie recht. Das sehen wir auch. Und ja, es gibt noch Härten, zum Beispiel im Einzelhandel, und ungelöste Fälle, beispielsweise die Brauereigasthöfe. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, im Gegensatz zu Ihnen und zu Ihren Anträgen, der viel zu spät gekommen ist, arbeiten wir seit Monaten Tag für Tag daran, diese schwierigen Situationen abzufedern. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind wir in der Regierung und Sie in der Opposition
Wir lehnen Ihren Antrag deswegen. Aumer, erlauben Sie noch eine Zwischenfrage von der Kollegin Aumer? Ich bin eigentlich schon fertig, aber wenn Sie möchten. Ja. Vom Bündnis 90 Grüne. Katharina Dröge. Das gäbe gewisse Krisen wahrscheinlich. Das war die Kollegin Dröge, die gerne eine Zwischenfrage an den Kollegen Aumer stellen wollte. Genau, um verwandtschaftliche Verhältnisse direkt klarzustellen. Ich heiße Dröge, nicht Aumer. Also, aber an Herrn Aumer hätte ich eine Frage. Weil Sie ja sagen, unser Antrag kommt so kurzfristig, wir haben ihn zur Debatte dazugestellt. Das macht man im parlamentarischen Verfahren so. Aber mit der Sache haben Sie sich ja recht wenig auseinandergesetzt. Und deswegen würde ich Sie gerne noch mal fragen zu den Wirtschaftshilfen und der Debatte in der Vergangenheit. Nehmen Sie wahr, dass wir, die FDP, auch die Linken, schon seit dem Sommer Vorschläge machen, wie die Wirtschaftshilfen verbessert werden könnten? Zum Beispiel Ausweitung des Verlustrücktrags in unserem Antrag drin, haben Sie jetzt gar nichts zugesagt. Oder eben die Aufstockung der Hilfen auf 100%. Fordern wir seit dem Sommer, haben Sie jetzt gar nichts zugesagt. Oder die Höhe der Abschlagszahlungen, haben Sie jetzt gar nichts zugesagt. Das sind im Wirtschaftsausschuss zumindest seit dem Sommer Debatten und Vorschläge, die wir gemacht haben. Und ich finde, wenn man sagt, ich bin jemand, der die Wirtschaft vertritt, und das haben Sie in Ihrer Rede für sich in Anspruch genommen, dann müssten Sie auch etwas zu den Wirtschaftshilfen in der Sache sagen können. Liebe Frau Kollegin Dröge, ich habe versucht, die Vielzahl der Anträge, über die wir jetzt auf diesem Tagesordnungspunkt diskutieren, zu beleuchten. Sie haben ursprünglich einen anderen Antrag eingebracht. Also bei mir war der zumindest auf der Tagesordnung zum Thema Qualifizierungskurzarbeit. Ich weiß nicht, ob wir dann dieselbe Tagesordnung haben. Selbstverständlich, ich habe zu dem Punkt Wirtschaftshilfen natürlich etwas gesagt. Und ich habe gesagt, wir sind in vielen Bereichen nicht ganz optimal aufgestellt gewesen. Aber wir haben nachgebessert, Punkt für Punkt. Ich war in meinem Wahlkreis unterwegs, bei vielen, vielen Einzelhändlern, bei Friseuren, bei Demonstrationen von Friseuren, bei fast allen, die in dieser schwierigen Phase betroffen sind. Und ich weiß um die Schwierigkeit in dem Bereich. Und es ist natürlich selbstverständlich einfach, in der Opposition Dinge zu fordern, weniger Bürokratie und viele Dinge. Ich bin gespannt, wenn wir dann über das Bürokratieabbaugesetz in diesem Hause reden, wie stark Sie uns da unterstützen werden. Ich glaube, es gäbe viele Dinge, die hätte man auch besser machen können. Aber wir haben in einer kurzen Zeit schnell reagieren müssen. Wir haben in einer kurzen Zeit den Unternehmen, die ihr Geschäft nicht ausführen konnten, helfen müssen. Und das, denke ich mal, ist vielleicht nicht ganz so optimal angekommen. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer kämpfen heute noch damit, dass sie auch die Hilfen bekommen. Aber ich glaube, das muss man auch der Regierung zugestehen. Wir kämpfen Tag für Tag. Ich habe Ihnen das gerade vorher auch gesagt, dafür, dass wir aus dieser schwierigen Phase gut rauskommen. Und deswegen, glaube ich, sollten wir uns in dem Hause zumindest bei diesen Themen gemeinschaftlich vielleicht um einen Konsens mühen und nicht versuchen, im Klein-Klein von Opposition und Regierung da aufzuhalten. Ja, deswegen helfen Sie mit, arbeiten Sie mit, dass wir Lösungen präsentieren. Im Nachgang ist man immer schlauer. Und wenn Sie im Sommer Lösungen angeboten haben, wir mussten schon im März entscheiden, wie man den Unternehmen helfen kann. Und das, glaube ich, ist verantwortungsvolles Regierungshandeln. Wir haben das getan. Die Hilfen sind leider in vielen Bereichen zu spät und noch nicht angekommen. Da arbeiten wir daran. Und jetzt muss die große Herausforderung sein, dass wir den Unternehmen helfen, eine Zukunftsperspektive zu haben. Und das muss ein gemeinsamer Auftrag in diesem Hause sein. Danke. Das Wort geht an Daniela Kolbe von der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Denn meine Kollegen Bernd Rutze und Joe Weingarten haben schon jede Menge Aspekte angeführt zu den vielen Anträgen, sodass ich mich jetzt auf das Mindestkurzarbeitergeld konzentrieren darf. Und ich will auch erst mal Danke sagen noch mal an die Antragsteller für diese wichtige Debatte. Ich habe ja schon in der ersten Lesung prinzipielle Sympathie dafür gezeigt, dass wir uns tatsächlich anschauen müssen, was ist eigentlich mit denjenigen, die gerade mit sehr, sehr wenig Geld auskommen müssen. Und auch in der Anhörung ist noch mal herausgekommen, dass es etwas Besonderes mit dieser Wirtschaftskrise auf sich hat, nämlich diesmal ist nicht die exportorientierte, hochbezahlende Branchen, die besonders betroffen sind, sondern es sind tatsächlich Branchen im Niedriglohnbereich, die es besonders stark trifft.
Aber ich muss auch sagen, der konkrete Vorschlag überzeugt uns immer noch nicht. Auch und gerade nicht nach der Anhörung. Dort ist nämlich deutlich geworden, dass die Vermischung des Beitragssystems mit einem Sozialsystem es in sich hat und eher abzuraten ist. Die BA hat darauf hingewiesen, mit was für einem zusätzlichen Bürokratieaufwand zu rechnen wäre, gerade wenn man das dann auch, das würde man sinnvollerweise ja machen, rückwirkend einführen würde. Und Enzo Weber hat auf die vielen Ungerechtigkeiten hingewiesen, die entstehen würden, neu entstehen würden. Enzo Weber hat auch gesagt, was für Vorteile das hat. Er hat das, finde ich, sehr klug abgewogen. Und schlussendlich hat er gesagt, das ist eine Abwägung. Wir kommen zu der Abwägung, dass der ganz konkrete Vorschlag hier uns nicht überzeugt. Ich will aber dazu fügen, dass uns die konkrete Situation der Beschäftigten im Gastronomiebereich, wo ja nicht nur der Lohn, sondern auch Trinkgelder massiv wegbrechen, in der Kultur, wo das Gleiche gilt, bei Hotels und Tourismus, uns sehr nahe geht. Und wir gucken uns das an und wir denken das als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten mit, auch weit über die Pandemie hinaus, indem wir sagen, wir brauchen da bessere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, mehr Tarifverträge, die allgemeinverbindlich gelten und auch einen Mindestlohn, der deutlich über dem liegt, den wir jetzt haben. Ich finde, die SPD hat auch über die Reform des Kurzarbeitergeldes bewiesen, dass wir an der richtigen Stelle kämpfen. Und ich will noch mal sagen, weder die Verlängerung, noch die Vereinfachung, noch die bessere Weiterbildung, noch die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes hätte es ohne die SPD gegeben und ohne Hubertus Heil gegeben, dem ich an der Stelle noch mal herzlich danke. Und manche sagen ja jetzt, das ist so toll, auch beim Koalitionspartner. Ich muss jetzt aber ehrlich gesagt noch mal ein bisschen an die Geschichte dieser Erhöhung des Kurzarbeitergeldes erinnern. Die SPD ist damals hingegangen und hat gesagt, wir sehen das wie der DGB. Wir wollen eigentlich, wäre am einfachsten administrierbar, einfach eine befristete Anhebung des Kurzarbeitergeldes. Danach gab es sehr viel Streit. Der Fanclub beim Koalitionspartner war übersichtlich. Schlussendlich haben wir gekämpft wie die Löwen und haben es hinbekommen, dass ab dem vierten Monat 70 beziehungsweise 77 und ab dem siebten Monat 80 beziehungsweise 87% gezahlt werden. Wir wissen, was das für eine Kraft gekostet hat. Und ich muss sagen, wir sind auch stolz darauf, dass wir diese Verbesserung hinbekommen haben. Insofern lassen wir uns gerne vorwerfen, das Kurzarbeitergeld ist nicht perfekt. Aber was wir uns sicher nicht vorwerfen lassen möchten und worum ich auch aus Fairnessgründen bitte, ist, dass Sie nicht den Anschein erwecken, als wäre da nichts passiert oder als würde die SPD nicht an der richtigen Stelle kämpfen. Wir kämpfen wie die Löwen. Ich will auch noch mal an der Stelle den BA-Mitarbeitenden danken, weil über Wirtschaftshilfen kann man an vielen Stellen streiten, über die Schnelligkeit. Ich finde, bei der BA meckert gerade niemand. Die Beschäftigten dort machen einen Mega-Job und tun, was sie können, damit das Kurzarbeitergeld wirklich sofort ausgezahlt wird. Dafür ein Riesendank. Für Verbesserungen sind wir offen. Ich denke, da gibt es auch einen Denkprozess bei uns in der Sozialdemokratie. Aber Sie verzeihen uns, dass wir den konkreten Vorschlag heute hier ablehnen. Danke sehr. Das Wort geht an Marco Bülow, fraktionsloser Abgeordneter. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Kurzarbeitergeld oder Kurzarbeiterinnengeld ist nicht zu unterschätzen. Und die Leistung, die dahinter steckt, wurde ja an verschiedensten Stellen gewürdigt. Und das möchte ich unterstreichen, auch das, was Daniela Kolber dazu gesagt hat. Trotzdem muss man natürlich darüber reden, wie das in Zukunft aussieht. Und man muss darüber reden, wie viele Menschen, wie lange dieses Kurzarbeitergeld schon haben und wie sie über die Runden in der nächsten Zeit kommen. Und genau da geht dieser eine Antrag hin, für den ich sehr dankbar bin. Und wir müssen auch darüber reden, über den Antrag der Linken, die noch mal deutlich machen, was mit bestimmten Staatsgeldern passiert. Und da finde ich Belehrung, was denn Marktwirtschaft, das Prinzip der Marktwirtschaft ist es eben nicht, dass Staatsgelder gezahlt werden und diese Staatsgelder dann genommen werden, um Boni oder Dividenden auszuschütten. Das zumindest ist nicht das Grundprinzip der Marktwirtschaft.
Und deswegen müssen wir genau darüber auch diskutieren. Und ich finde es schon teilweise anmaßend, wie manche Kommentare mit diesen Anträgen und mit diesen Bestimmungen umgehen. Ich will aber auch ganz klar sagen, dass ich genau da einen Punkt habe, den ich hier einbringen will bei der Debatte, die eigentlich bei der Debatte danach passiert wäre. Denn eigentlich gab es eine Aktuelle Stunde heute beantragt zum Thema Lobbyismus. Und es ist sehr unwürdig, wie dieses Haus wieder mit diesem Thema umgeht. Wir müssen über dieses Thema sprechen. Die aktuelle Lage ist angemessen. Wir sprechen hier über einen Minister. Wir sprechen hier über einen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Wir sprechen hier über Lobbyismus. Wir sprechen hier über Bestechung. Und wir sprechen über das Vertrauen der Politik. Und es kann nicht sein, wie damals schon im Sommer bei der Antor-Debatte, dass eine Aktuelle Stunde mal wieder verlegt wird und dann dahin gepackt wird, wo die Öffentlichkeit es nicht mehr hinkriegt. Sie müssen sich schon gefallen lassen, was mit Lobbyismus hier passiert und was einige anscheinend hier veranstalten. Genau darüber müssen wir nämlich reden. Und da rede ich noch nicht mehr über das. Das muss wirklich geprüft werden an der Stelle, wo es notwendig ist, was erlaubt und was nicht erlaubt ist und was verboten ist. Sondern ich spreche vor allen Dingen über das, was hier erlaubt ist, was wir nämlich komplett ändern müssen. Dann nehmen wir mal doch jetzt diesen Fall, ob er jetzt fiktiv ist oder nicht. Nehmen wir mal den Fall, dass ein Minister, eine Ministerin oder ein Abgeordneten während der Corona-Zeit eine Party feiert. Schon das ist irgendwie, finde ich, ziemlich anmaßend. Dann der Fall, dass das organisiert wird von einem ehemaligen Abgeordneten, der jetzt eine Lobby- oder PR-Agentur gegründet hat. Und dann wird darüber debattiert, was in Zukunft passiert. Und dann wird dazu aufgerufen, Spenden in Höhe von 9.000 oder 9.900 Euro abzugeben, weil die ja nicht sofort veröffentlicht werden müssen. Alles legal. Alles legal. Und das darf es nicht sein. Wir brauchen für dieses Haus Spielregeln. Wir brauchen für Ministerinnen und Minister, für Abgeordnete Spielregeln. Wir brauchen einen Kodex, was man darf und was man nicht darf. Damit sowas gar nicht erst in Verruf kommt, dann müssten wir nämlich nicht darüber diskutieren. Dann bräuchten wir keine Aktuelle Stunde. Und dann müssten Sie sich das heute auch nicht anhören. Das sollten wir in Zukunft tun und nicht solche Debatten wirklich wieder an den Rand drängen. Vielen Dank. Das Wort geht an Peter Stein von der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben auf eine historisch einzigartige Pandemiesituation reagieren müssen. Es blieb uns auch nichts anderes übrig. Und sehr viele sind sehr dankbar dafür, dass zu Beginn mit dem Prinzip Gießkanne agiert wurde. Das war richtig und wichtig. Jetzt ist es richtig, deutlich gezielter zu arbeiten. Das gelingt in vielen aufgelegten Programmen recht gut. Und es gilt jetzt, an den Stellen nachzubessern, wo es nicht gut funktioniert hat. Das wird auch auf allen Ebenen, Bund, Länder und Kommunen gemacht. Vieles muss schneller und unbürokratischer anders erfolgen, als wir das gewohnt sind. Wir sollten den Kommunen tatsächlich dazu mehr Freiheiten geben. Dort sitzen unsere Profis, wenn es ins Detail vor Ort gehen muss. Wir hier im Parlament, wir Abgeordneten, haben es doch gezeigt, wie schnell Demokratie sein kann, wenn es klemmt. Wir sollten immer wieder darauf hinweisen und stolz darauf sein, wie schnell wir hier agieren konnten. Die aktuellen Konjunkturdaten zeigen uns, dass wir bisher jetzt insgesamt gut durch die Krise gekommen sind, auch wegen der Hilfen des Bundes. Und das Kurzarbeitergeld ist ein großer Teil dieser Erfolgsgeschichte. Und Sie von den Linken entwürdigen das jetzt mit einem Antrag auf nur einer Seite mit im Grunde nur einem einzigen Satz. Kein Gesetzesentwurf, kein Vorschlag zur Gegenfinanzierung oder zur genauen Ausgestaltung. Sie stellen lediglich wieder die Systemfrage und reden von Konzernen, die natürlich wieder den Staat missbrauchen. Liebe linke Freunde, das ist Mottenkiste und passt überhaupt nicht in eine Krisenlage. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, allein in meinem Wahlkreis habe ich seit dem zweiten Lockdown im November mit mehr als 150 Unternehmerinnen und Unternehmern gesprochen. Ich kenne deren Sorgen. Und die sind sehr unterschiedlich. Und sehr viele sind gut durch die Zeit gekommen. Was die jetzt nicht brauchen, sind ausschließlich pauschale Forderungen nach bürokratischer Entlastung. Bei den gewaltigen Summen, die bereits geflossen sind und noch fließen werden, braucht es ein Mindestmaß an Regeln. Das betont übrigens auch Ihr wahlkämpfender Ministerpräsident in Baden-Württemberg immer wieder. Und wir müssen ganz klar noch genauer hinschauen. Wir brauchen mehr branchenspezifische und regional abgestufte Strategien.
Wir brauchen auch Härteverlösungen für die Bereiche der Wirtschaft, die in 2020 unverschuldet durchs Raster gefallen sind. Damit können auch soziale Härten abgefedert werden. Da hat Peter Altmaier einen Vorschlag gemacht. Da sind die Bundesländer gefragt, und da regieren Sie von der Opposition nahezu überall mit. Und ich denke als Rostocker Abgeordneter auch besonders an die Situation der Werften, der Zulieferer, die Kreuzfahrtbranche und auch den ganzen Tourismussektor. An die tausenden Jobs alleine bei mir in Mecklenburg-Vorpommern. Viele, beinahe alle, konnten dank der Kurzarbeiterregelung bisher erhalten werden. Darum beneidet uns nahezu die ganze Welt. Das ist ein riesiger Erfolg, der jedoch Grenzen hat, und diese Grenzen sind nahe. Wir brauchen vernünftige und regional abgestufte Strategien für die Öffnung von Tourismus und Einzelhandel. Und die Bundesregierung hat gestern dazu einen klugen Perspektivplan aufgestellt. Wir müssen die Menschen wieder in ihre Beschäftigung zurückholen, schnell und sicher. Die Impf- und Teststrategie hat zu Beginn gerumpelt, wie Minister Spahn es nannte. Aber jetzt läuft es stark an, und zunehmend läuft es auch rund. Testmöglichkeiten werden ausgeweitet. Es gibt technische Möglichkeiten, die auch dem Datenschutz gerecht werden. Ich weise in diesem Zusammenhang auf die Testregion mit der App Luca hin. Rostock probiert es aus, und die ersten Rückmeldungen sind positiv. Bei allen Abwägungen, die wir im Zusammenhang mit der Pandemie treffen müssen, die unsere Regierungen treffen mussten, an denen sind sie von der Opposition, wie gesagt, in den Ländern beteiligt. Bei all diesen Abwägungen stelle ich mir heute die Frage, ob wir die Rolle des Datenschutzes nicht gegenüber Gesundheitsschutz und Schutz der Wirtschaft zu sehr unter ein Tabu gestellt haben. Ein wichtiger Punkt noch zum Schluss. Bei der ganzen Debatte um Öffnungsstrategien störe ich mich sehr an den Kategorien Lockerer und Bremser. Es geht um Menschenleben, und ja, es geht um das Überleben auch der Wirtschaft. Und niemand zögert etwas aus einem Selbstzweck hinaus. Es gibt nicht Lockerer und Bremser, es gibt Verantworter. Dieser Staat, Deutschland, hat nicht versagt. Die Gesellschaft hat nicht versagt, das System hat nicht versagt. Nein, es wurden Fehler gemacht, ganz klar, aber auch sehr vieles gut und richtig. Und es wurde gelernt. Und es kann niemals ein Versager sein, der sich seiner Aufgabe und Herausforderung gestellt hat und Verantwortung trägt. Es kann niemand ein Versager sein, der aus Fehlern gelernt hat. Fehler und Verantwortung, Lösung und Zukunft haben in Deutschland ein gemeinsames Fundament: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Respekt, Würde und Anstand. Ich bin sehr froh, dass ich in Deutschland Parlamente habe, die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verteidigen. Ich freue mich, dass die weiterhin übergroße Mehrheit unserer Bevölkerung denjenigen, die heute Verantwortung tragen, im Gesundheitswesen, bei den Sicherheitskräften, in der Bildung, aber auch in Verwaltung und Politik, dass die übergroße Mehrheit der Menschen in Deutschland diesen Verantwortungsträgern Respekt entgegenbringen. Und wir alleine dadurch in Würde und Anstand gemeinsam durch diese schwerste Zeit hindurchkommen werden. Und es sei mir gestattet, einen Satz zu den Ausführungen des Kollegen Sichert von der AfD, ganz offen gesagt, die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft in Zusammenhang zu stellen mit der Belegung von Notfallplätzen. Das ist würdelos, das ist ohne Anstand. Und Sie betteln hier von diesem Pult darum, mehr zu bleiben als nur ein Verdachtsfall. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache, Tagesordnungspunkte 11a und 11c. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 27190 und 27194 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe ich nicht. Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Tagesordnungspunkt 11b. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Mindestkurzarbeitergeld zügig einführen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 27273 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 26526 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind die Fraktionen von SPD, CDU, CSU-Fraktion, FDP und AfD. Gegenprobe. Fraktion Die Linke und Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Enthaltungen sehe ich nicht. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 33a bis 33s und 21c sowie Zusatzpunkte 4a.